Einen schönen guten Abend wünsche ich Ihnen, liebe Fußballfreunde. Willkommen hier vom Kommentatorenplatz. Es ist, das kann ich Ihnen sagen, alles angerichtet. Rasentop, Zuschauer sind da, ausverkaufte Hütte und die äußeren Bedingungen, die sind auch wirklich ideal. Den ganzen Tag über hat die Sonne rausgeguckt, es war wolkenlos und die Wettervorhersage sagt auch, es soll auch so bleiben an diesem Abend. Freuen wir uns auf ein hoffentlich großartiges Fußballspiel. Ist das ein Tempel oder was? Ein echter Fußballtempel. Die Partie hat schon begonnen. Ah, toll aufgelegt. Und der kommt an. Da tankt er sich durch. Das nächste Mal müssen ihn die Kollegen vielleicht ein bisschen besser unterstützen. Ein Riesenmöglich. Mein lieber Schwan, was für ein Schuss, was für ein Treffer. Klasse Abschluss. Fantastisch. Sehr gute Schusstechnik. Keine Chance für den Torhüter. Ich lege mich da fest, kein Torhüter der Welt hätte den gehalten. Präzise und hart. Das ist die frühe Führung. Und der Pass, er hält einfach mal drauf. Das kann man sich doch angucken hier. Er geht zum Torhüter. Kurzawa. Hier ist bislang nur ein Treffer gefallen, aber das ist eben auch dieser feine Unterschied. Und hier steht's 1:0. Und die Abseitsfalle schnappt zu. Lang nach vorn. Das war enorm wichtig, dass er da gerade noch so rangekommen ist. Sonst wäre es möglicherweise gefährlich geworden. Ja, das war faul. Ganz klar, Freistoß. Vollkommen richtige Entscheidung. Das ist eine gelbe Karte. Das ist sehr anständiges Pressingverhalten. Das könnte was werden. Und er dribbelt und dribbelt und dribbelt immer noch und er dribbelt immer weiter. Die Schussgelegenheit probiert's. Kurzawa. Nur noch 5 Minuten im ersten Durchgang. Gut abgelaufen, Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Der pumpt ihn einfach hinten raus. Und er zieht ab. Martip ist. Damit ist die erste Halbzeit schon beendet. Wie schätzt du denn den ersten Durchgang so ein? Sie hätten das eigentlich wissen müssen. Wenn du dir gegen diese Mannschaft Ballverluste erlaubst, dann wirst du dafür bestraft. Sensationeller Konterfußball, aber von den anderen. Es steht 1:0 und wir hoffen, dass da noch ein bisschen was kommt in Durchgang 2. Hier sehen wir den Beginn der zweiten Hälfte. Sie wären ganz schlecht beraten, sich zu sagen, wir liegen vorne und das wollen wir jetzt verteidigen. Das ist auch gar nicht Ihr Spiel. Sie müssen weiter attackieren.
Matip. Da gab es einen Pfiff und ja, richtig, Freistoß. Keine Verwarnung. Der Unparteiische belässt es gerade noch so bei einer Ermahnung. Oh Mann, da geht einer aber hohes Risiko. Die gelbe Karte hat er schon, trotzdem geht er so zur Sache. Er hat Glück, dass er weiterspielen darf. Er hat ihn auf die Unterschießt. Sie brauchen jetzt mehr solcher Aktionen, aber sie brauchen einen besseren Abschluss. Jetzt müssen sie die richtige Balance finden zwischen Offensive und Defensive. 100%ige Zustimmung meinerseits. Ein sehr kluger Pass. Er probiert es einfach. Da haben sie am Treffer geschnuppert. Das war nicht schlecht, aber... Also irgendwas hat er sich dazu gezogen. Ja, hoffentlich hat er sich nichts gezerrt, könnte aber auch ein Krampf sein. Na okay, offenbar wohl doch nichts Ernstes. Ab nach vorn und hoffen. Da war er voll auf der Höhe. Paredes. Der kommt nicht durch, aber vielversprechend war es trotzdem. Das Motto heißt ganz klar ab durch die Mitte, aber irgendwie kommen sie nicht richtig durch. James Rodriguez. Zum richtigen Zeitpunkt zur Stelle. Sie wollen das nächste Tor. Das wäre hier die Entscheidung, aber solange das nicht gelingt, bleibt es hier spannend. Den muss er machen. Jetzt auch, jetzt der Abschluss. Das hätte der Ausgleich sein müssen. Sie haben die Chancen, aber sie machen zu wenig draus. Das muss definitiv besser werden. Gut dazwischen gegangen. Genau das war nötig. Das ist Chancenwucher und wir sind gespannt, ob sich das am Ende rächen wird. So jagt man heute den Ball. Der kommt an. Das könnte was werden. Freunde, was ist denn hier los? Der Ball ist drin. Da ist das Tor, auf das sie gewartet haben. Das ist nicht mehr regelkonform. Das muss Freistoß geben. Der Schiedsrichter hat kurz gezögert, wenn wir es richtig gesehen haben. Und er sieht glatt rot. James Rodriguez auf dem Weg in die Kabine. Was für ein überflüssiges, was für ein dummes Foul ohne jede Chance auf Ball. Hart, aber herzlich. Hartes Tackling, aber alles regulär. Und die Kontergelegenheit. Er schießt, da ist er noch dran. Kommt er daran? Ende, der Schlusspfiff ertönt. Heute stimmte einfach beides, die Leistung und das Ergebnis.